Hallo und herzlich willkommen. Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe von HWK TV. Heute besuchen wir für Sie den Blumenhof in Koblenz. Dort präsentiert zurzeit die Handwerkskammer Koblenz die Ausstellung Unter freiem Himmel. Und was es dort alles zu sehen gibt, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Ausstellung in direkter Nähe des Deutschen Ecks präsentiert Arbeiten aus Metall, Holz, Stein, Keramik und Glas. Unterschiedlichste Objekte geben den Besuchern vielfältigste Anregungen für eine kunstvolle Park- sowie Gartengestaltung. Als Ausdruck handwerklicher Spitzenleistungen vermitteln die Arbeiten gleichzeitig einen künstlerischen Einblick auf die Gesellschaft und die Dinge, die uns im Alltag umgeben. Die Präsentation Unter freiem Himmel setzt einen bedeutenden Akzent zur Bundesgartenschau 2011 und entstand in einer Kooperation mit der Handwerkskammer Koblenz und der Stadt Koblenz. Die Resonanz, was den Besucherstrom angeht, war sehr gut, kann ich sagen. Die Sachen, man muss dazu sagen, die Objekte sind alle verkäuflich. Das heißt, wir haben auch mitgekriegt bei der Kammer, wenn jemand bei uns angerufen hat, mich interessiert dieses Objekt oder mich interessiert jenes Objekt. Wir wissen, dass es sehr gut angekommen ist. Und auch die Handwerker das und die Gestalter, das sehen Sie hier, sind ja zum großen Teil wieder dabei, aber es sind auch 10 neue da. Die Ausstellung Unter freiem Himmel im Koblenzer Blumenhof ist für alle interessierten Besucher noch bis zum 2. September 2007 geöffnet. Jetzt haben wir schon viele verschiedene Exponate auf der Ausstellung gesehen, die aus verschiedensten Materialien hergestellt wurden. Ein Material, die Keramik, haben wir uns jetzt herausgepickt, sind zur Firma Ebinger nach Bad Ems gefahren und schauen mal dort, wie so ein Kunstwerk entsteht. 1960 gegründet ist der Familienbetrieb, gerade auch durch die Zusammenarbeit mit namhaften Künstlern wie Friedensreich Hundertwasser, regional und überregional präsent. Das Rohmaterial Ton wird aus dem heimischen Westerwald verarbeitet. Die Glasuren werden aus umweltverträglichen Substanzen selbst hergestellt. In enger Zusammenarbeit mit Bauherren sowie Planern entstehen maßgeschneiderte, individuelle Lösungen. Unsere Werkstatt zeichnet sich dadurch aus, dass wir mittlerweile eine der letzten größeren Manufakturen in Deutschland sind und Baukeramik in reiner Handarbeit herstellen. Das bedeutet natürlich, dass wir sehr vielfältig arbeiten. Also wir arbeiten die Gartenkeramik, wie Sie sie gesehen haben, machen aber auch Fliesen, viel für die Denkmalpflege oder Kachelöfen und arbeiten fast ausschließlich auf Kundenwunsch. Dankeschön, Herr Driesch. Kommen wir nun von der Keramik zum Beton. Wussten Sie, dass dieser Baustoff schwimmen kann? Das stellten jetzt Jugendliche aus Koblenz mit ihrem Betonboot unter Beweis. Im Oktober 2006 kam die Idee unter den Jugendlichen und ihrem Ausbilder Maurermeister Michael Peter auf, dem Beton das Schwimmen beizubringen. Formen wurden entworfen, schließlich ein Modell erstellt und eine Negativform aus Holz gebaut. In ihr sollte der Beton seine endgültige Form erlangen. Die größte Herausforderung: ein völlig synchroner Bootskörper musste entstehen, damit das Endprodukt geradeaus und nicht im Kreis fährt. Das größte Problem aber: die Gesetze der Physik gelten auch für Schwimmkörper aus Beton. Sprich, das Boot musste vom Gewicht und der Wasserverdrängung so gebaut werden, dass es nicht durch das Eigengewicht direkt zum U-Boot wird. Die Lösung? Relativ dünne Außenwände aus einer speziellen Betonmischung, die mit Glasfasermatten verstärkt nicht stärker als 1 bis 2 Zentimeter sind. Also hier bei der Sache muss ich sagen, das geht schon im Bereich Chemiker, ne? Das Projekt, das wird ja schon seit Jahrzehnten von Hochschulen gefördert und da sind halt auch Bauchemiker, Betonchemiker dabei. Ja, also ist für uns, auch für mich jetzt, was ganz Neues, ne? Allein von der Betonzusammenstellung. Der große Augenblick unter starkem Anklang der Öffentlichkeit wurde begleitet von jubelnden Jugendlichen und stolzen HWK-Mitarbeitern. Das Betonboot hat seine Jungfernfahrt mit Bravour bestanden und schwamm sicher auf dem Rhein. Und das, obwohl die Zwei-Mann-Besatzung vor lauter Aufregung die Paddel am Ufer vergessen hatte. Das war's dann auch schon wieder von HWK TV. Vielleicht haben wir Ihnen ein paar Anregungen für die eigene Gartengestaltung geben können. Jetzt folgen für Sie noch die HWK News mit dem neuesten rund ums Handwerk. Bis zum nächsten Mal, Ihre Katharina Buchsieb. Allen Schülern, die in den Sommerferien wieder praktisch und kreativ arbeiten und dabei handwerkliche Techniken erlernen wollen, bietet die Handwerkskammer Koblenz in den Sommerferien 2007 dreitägige Workshops Juniortechniker, Juniortechnikerin an. Infos unter 0261 398 115. Meistervorbereitung bei der Handwerkskammer Koblenz. Maurer und Betonbauer ab 5. Oktober, Teilzeit in Koblenz. Fliesen, Platten und Mosaikleger ab 26. Oktober, Teilzeit in Koblenz.
Weiterbildung bei der Handwerkskammer Koblenz. Feuerschmieden ab 15. Oktober, 5 Tage in Bad Kreuznach. Mauerwerk aus Naturstein ab 10. November, 5 Tage in Koblenz. Betontechnologie ab 10. November in Koblenz. HWK Weiterbildung, Infos unter 0261 398 415. Alle Infos zu Ausbildung, freien Lehrstellen und Co. gibt es bei der Ausbildungsberatung der Handwerkskammer unter der Telefonnummer 0261 398 332 oder per E-Mail aubierer@hwk-koblenz.de oder im Internet unter www.hwk-koblenz.de.